Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch. So, wir gehen jetzt erstmal noch mit den Düngestreuer auffüllen. Wir haben ja ein paar Düngemissionen, die wir in Angriff nehmen wollen. Zack. Haben wir ja repariert, den Überladewagen. So. Der Überladewagen ist für mich auch ein Anhänger. Dann stelle ich den auch einfach mal zu den Anhängern mit rein. Dann holen wir uns ganz entspannt den anderen Düngestreuer. Der ist sogar schon voll. Das ist sehr gut, dass er schon voll ist. So, ja, darfst du mal speichern. Wir schnappen uns jetzt auf jeden Fall die ganzen Düngeaufträge. Und ich würde den eigentlich zu Feld 77 fahren lassen. So. Und den lassen wir dann auf Feld 17 fahren. Dann machen wir 17 und 22 mit dem. Feld 17. Genau, Feld 17. Auf Wiedersehen. Nächstes stellen wir auf jeden Fall mal den Anhänger weg. Ja, was anderes bleibt uns jetzt erstmal nicht übrig. Wir können ja nichts anderes aktuell machen. Außer eventuell noch mal hier im Shop gucken. Wir hätten noch den 7er Deutz, wo wir uns kaufen könnten. Ah ja, auch nur 250 PS. Brauchen wir dann noch alles? Also der fährt aufs Feld 17, der fällt zu 77. Einmal auf jeden Fall erstmal der Pflanzenschutz weg. Dann tun wir den mal so ein bisschen hier in die Halle hinstellen. Machen wir hier wieder ein bisschen aufgeräumter. Oh ja. Moin, wer kennt sich erstmal wegschmeißen? So, und das Gewicht. Ja, legen wir hier mal hin. Dass wir das jetzt auch sauber alles aufnehmen können. Was sagt denn unser Feld 2? Benötigt Kalk 83% Ertragsbonus. Ja, das
Ja, ist eigentlich okay. Es ist noch okay. Ja, Maukosten pro Hektar von 57.000. Ja, ist alles soweit okay. Noch im Rahmen, würde ich mal sagen. So, ich übernehme jetzt hier wieder den Autodrive. Feld Nummer 17. Feld Nummer 17. Wo haben wir das jetzt? 15. 17 hier. Ah, das ist das alte Feld. Wie heißt denn das jetzt? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, welche das war. War das 42? Das war auf jeden Fall 51. Das hier. So, wir haben den Kurs jetzt erstellt, bearbeitet. Neuer Ordner, Feld Nummer 17. So, wir haben den Düngen, den 30 Meter haben wir dran. Da tut uns jetzt das Feld schön düngen. Okay, der ist auch angekommen. Sehr schön. Fahren wir mit dem natürlich gerade drauf. 77, das müsste hier sein. Ja, hier hat er nochmal eine Unterteilung gemacht. Also man kann hier auch wieder das große Feld, was waren das? 65. Glaube ich, oder? Ich glaube 65 war es. Field Position, zack. Öffne Schließe, der hat eben nur einen ein Vorgewende, weil er einfach 42 Meter streut. Und da denke ich einfach, dass das reicht. Ne? Da brauchen wir jetzt nicht zwei Vorgewende fahren. Feld 77. Der hat hier natürlich dann den 42 Meter dran. Dann fangen wir an, Feld 77 zu düngen. Halt ist die Frage. Das Gras sieht ja schon gut aus. Und wenn wir nochmal sagen, wir machen eine Pressmission, gerade die hier zum Beispiel. Aber wir können ja nicht die Werkzeuge nutzen für uns, ne? Das ist ein bisschen doof. Ich würde trotzdem. Würde ich halt doch wirklich hier die 2333 ausgeben. Weil wir hier einfach diesen Fast Track dann dabei haben. Jo, machen wir aber. Na, da haben wir nur den Fast Track, ne? Das ist. Oh, der stottert aber ganz schön beim Starten. Den müssen wir. Wo müssen wir denn da mit dem hin? Mit dem Kollegen? Auf 47. Wollen wir dann die 47? 45, 46, 47. Alles klar. Alles klar dann. Da bekommen wir zumindest auch ein paar Heuballen. Da noch raus.
dann auch nur von Vorteil für uns. Weil wir diese Heuballen dann ja auch nutzen für unsere Kühe. Ja, hier 30er-Zone und wir ballern einfach mit 73 durch. Egal. Jetzt habe ich schon wieder die Orientierung verloren und bin falsch gefahren. Ja moin. Es ist nirgendwo eine Feldeinfahrt, dass ich hier kurz drehen könnte. Auch hier. Ja, einmal kurz die Orientierung verloren. Ja, wenn sie ähnlich ist, sie ist nicht ganz genau gleich wie die Marsch. Aus dem 19er. 19er habe ich mich ja blind ausgekannt, aber hier. Vor allen Dingen, weil die neue Benummerung dran ist, da ist alles komplett anders. Ja, das ist das ganz, ganz große Grasfeld. Ups. So, jetzt müssen wir dann hier hoch und dann sind wir auch bald schon da. Ja, nur mit einem Feld ist ein bisschen wenig, finde ich. Aber mehr können wir uns aktuell einfach nicht leisten. Da ist, uiuiuiui, da war ja ein tiefes Loch. Da war ein ganz schön tiefes Loch drin. Die ja nicht Collie. Ne, er hat keinen Collie. Ja, das ist auf jeden Fall dann gut. Zack. Was haben wir denn da nicht für eine Arbeitsbreite? Also deutlich hinten dran, hinter dem Abfahrerpunkt. Da muss ich ja hin. Field Possession. So. Nee, ich hab ja keine normale Arbeitsbreite. Wie viel Meter haben wir denn hier Arbeitsbreite? Okay. Okay, alles klar. So. Ja, wir müssen ja immer wieder neu das rausfinden. Jetzt stimmt auch die Arbeitsbreite. Das ist sehr gut. Fahrzeug auf einem Kurs, Anzahl Vorgewende. Ja, machen wir 3. Soll scharf machen. Ja, das Vorgewende. Dann haben wir natürlich die Mitte hoch und runter. Bahnen, Inselumfahrung. Keine Umfahrung, weil wir haben ja hier keine störenden Sachen sozusagen. Ja, der wird hier ein paar Meter fahren müssen. 47.
47 machen wir natürlich ein neuer Ordner 47. Kurs speichern. Man 9 Meter. Jetzt haben wir den auch wieder auf die Piste geschickt. Ja, richtig cool wäre es, wenn jetzt hier irgendwo noch so eine geschätzte Zeit stehen würde. Ja, ich glaube, da dauert es ewig, bis der hier das Feld gemacht hat. Der hat das Feld bald. Der ist bei einem Viertel. Der ist bei einem Viertel angekommen. Aber gut, meine Freunde. Das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.